So, jetzt muss die Wildsau noch mal gucken. Ah, backt noch nicht. Gut, gut. Schilfrohr. Ja, ich fürchte, ich werde hier auch noch Wasser und so hinmachen müssen. Hier in die Mitte kommt so ein fetter Affenbrotbaum. Dann noch in groß. Alter. Brennnesseln. So, fürs Wildschwein wäre, für die Wildsau, fürs Warzenschwein wäre es jetzt okay. Nochmal kurzer Blick aufs Vieh. Das mit dem Gehege gibt sich gleich. Ja, los geht's. Ach, wir sollten auch noch Tierärzte einstellen, fällt mir gerade ein. Ganz kurz, bevor wir das wieder vergessen, stellen wir noch zwei Tierärzte sollten langen. Zwei Tierärzte ein und die Tierpfleger, Techniker, Sicherheitsdienst. Sind die Tierärzte? Ja. Die haben eh alle keinen Arbeitsbereich, aber für den Großen hätte ich es gern. So, was kommt als nächstes? Ah, die zweite Wutz. So, jetzt können wir mal kurz gucken, was die so sagen. Das passt alles ganz gut. Okay, was kommt da? Meine erste Thompson-Gazelle, das passt auch alles wunderbar. Jawohl, passt auch. So, da kommen die nächsten Tiere. Bock. Die Zebras. Jawohl, passt auch. Sehr schön. Gut aus. Ja, das sieht hervorragend aus bisher. Da kommt der Springbock. Das sieht auch ganz super aus. Oh, jetzt. Oh, jetzt wird es gleich eng. Jetzt müssen wir. Alter. Okay, da kommen die. Kommen jetzt alle Schlag auf Schlag. So, jetzt gucken wir erstmal bei den Giraffen. Das sieht gut aus. Bei den Kaffernbüffeln sieht es auch bisher ganz gut aus. Da müssen wir halt mal gucken, wie es dann von der Anzahl der Tiere her ist.
super aus. Sträuße, Strauße, Pflanzen. Scheiße. Stopp. Was wollen die denn jetzt nicht? Denen ist zu viel Bepflanzung. Alter, nee, oder? So, mal gucken, ob es langt, wenn wir die Affenbrotbäume, die sind ja relativ massiv, wegnehmen. Alter, was ein Gehege. Ja, sieht besser aus. Gut, weiter geht's. Sieht auch gut aus. Ja. Pflanzen ist jetzt nicht so 100%. Immer noch ein bisschen viel. Was ist denn beim Rest so? Bei den Pflanzen? 100%. 100%. Ja, da können wir vielleicht sogar noch ein bisschen runtergehen. Ja, ist auch knapp an der Grenze. Da können wir sogar noch ein bisschen runtergehen. Können wir hier so noch so ein paar dicke Dinger wegnehmen. Was sagt ihr zum Pflanzen? Ja, super, jetzt sind wir drin. Alter, was ein Gehege. Schaut mal, wie geil ist das denn bitte? So, jetzt müssen wir aber ganz kurz, jetzt müssen wir hier noch das Dings hier verbessern. So, und da machen wir jetzt bearbeiten. Jetzt mal gucken, ob es hinhaut. Nein, natürlich nicht. So. Das. Und das. So, hier haben sie genug Blick. Können wir hier noch aufmachen. Ist okay. Können wir hier noch aufmachen? Ah, hier geht's auf einmal. Ah, super. Was ist hiermit? Ja, hier geht's auch. Jo. Dann können wir das auch aufmachen. Ah, hier geht's wieder nicht. Ja, dann ist eine auf. Fertig. Gut. So. Gehege fertig. Können wir uns mal die Tiere einzeln angucken. Der Kaffernbüffel. Schön. Schönes Tier. Super. Na, du? So, warte mal. Stopp. Bevor ich jetzt hier was anderes mache, wo ist mein... Alter, ich habe schon wieder so viele Frösche. Sind die eigentlich noch normal? So. Warzenschwein heißt ganz klar, oder? Da liegt er, der Pumba. Hakuna Matata. Was ist denn jetzt? Hungrig. Ernsthafte Verletzung entdeckt. Was? Von was denn? Schnuckelchen, was hast du denn? Warum bist du hungrig?
Hä, was ist denn hier los? Hier liegt doch genug zu fressen. Du musst doch nur fressen. Alter, wie viele Krokodile sind denn hier bitte? Ja, geh doch einfach fressen. Verstehe ich nicht. Was haben wir hier? Immer noch mutwillige Objekte zerstört. Ach, apropos mutwillige Objekte. Da fällt mir ja gerade was ein. Ich muss mal auf Pause drücken. Wir brauchen ja noch Tafeln und so. So, hier machen wir mal. Wieso hat das Ding jetzt keinen Strom? Hä? Ja gut, das ist ja kompletter Käse jetzt. Okay. Dann bauen wir jetzt einen Mitarbeiterweg hier hinten rum. So. Und setzen da einen Stromgenerator hin. So. Zack. Jetzt hast du auch Strom. So. Nein. Dann brauchen wir noch so ein paar Tegelchen hier. Da machen wir dann die Netzgiraffe drauf. Dann machen wir hier eine hin. Mit dem Strauß. Dann machen wir hier eine hin. Zebra. Dann machen wir hier eine hin. Ein Warzenschwein. Dann können wir noch eine hin machen. Giraffe. Hä? Alter. So, was haben wir noch hier drin? Rappenantilope. Ringbock. Und Thumsgazelle. So. Können wir das jetzt hier mal laufen lassen? Was ist denn hier mit meinen ganzen... Du musst doch einfach nur fressen. So. Setzen wir jetzt wieder raus. Wo ist denn hier der Eingang? Da. Zack.
So, der Tierarzt ist hier beim... Ja. Zack. Vogelstrauß. Auch wild hübsch. Schöne Tiere. Dein Ernst? Hallo, junge Frau. Und die Zebras haben wir hier. Oder? Manchmal die Kamerasteuerung. Auch wunderschön. Und die fühlen sich echt alle wohl. Das ist der Knaller. Das ist der absolute Knaller. Ja, nee, ist klar. Scheiß du dich ruhig aus. Dicker Haufen. Ach, da kommt schon wieder. Ghostbusters. Scheiß doch mal einen Futternapf hier. Was machst denn du da? Was machst denn du? Die schuppert sich, guck mal. Sehr geil. Alter, was ein geiles Gehege. Die Leute, die nehmen das echt an hier mit dem hier reingucken, gell? Echt cool. Für die Lemminge hier. Was ist denn jetzt schon wieder? Dir geht's aber gut, oder? Ja, du bist fit, alles klar. Hä, wieso, was ist denn jetzt? Sind hier schon wieder zu viele Tiger drin? Alter, ihr seid nur am Pimpern hier, wisst ihr das überhaupt? Wie viele Tiger habe ich denn jetzt hier? Drei Stück. So, alles gut. Ein Männchen, zwei Weibchen. Passt doch, oder? Musik.